Rund ein Viertel aller Erwachsenen in Deutschland hat eine durch Fetteinlagerung vergrößerte Leber. Und die Zahl ist steigend und vor allem auch knapp ein Drittel der übergewichtigen Kinder hat schon eine vergrößerte Leber, schon fast eine sogenannte Fettleber. Ich gehe jetzt einmal in dem Video darauf ein, was eine Fettleber ist, wie eine Fettleber entstehen kann, worauf man dabei auch achten sollte. Wenn Sie das also interessiert, dann gerne schauen Sie sich das Video an. Hallo und herzlich willkommen zur Videovisite. Mein Name ist Dr. Tobias Weigel. Fettleber ist ein Thema, zunehmend hört man das, liest man das, auch als Volkskrankheit beschrieben. Die Fettleber, ja, sie ist zunehmend in Deutschland. Man unterscheidet bei der Fettleber zwischen einer durch Alkohol hervorgerufenen und einer nicht durch Alkohol hervorgerufenen Fettleber. Und ganz wichtig, wenn man eine Fettleber hat, der Arzt es einem mitteilt und man selber als Patient es vielleicht dann seinen Mitmenschen mitteilt, wird man oftmals konfrontiert oder bekommt das Vorurteil, oh, Sie trinken zu viel, es liegt wegen Alkohol, sind Sie vielleicht Alkoholiker. Man muss sagen, die nicht durch Alkohol hervorgerufene Fettleber ist viel häufiger. Ja, also das ist schon mal ganz wichtig zu wissen. Aber ja, es stimmt, auch Alkohol kann zu einer Fettleber führen und vor allem die Fettleber selber, die lässt sich auch relativ gut wieder behandeln bzw. auch wieder zurückbilden. Aber wenn es dann ab einem Moment überschritten wird, dann kommt die Gefahr, dass sich die Leber verändert, dass sich die Struktur der Leber verändert, dass es dann zu einer sogenannten Leberzirrhose kommt und dann kann es nämlich ganz gefährlich werden. Was passiert eigentlich in der Leber, wenn die Leber mehr Gifte oder auch mehr Fette aufnimmt, als sie verarbeiten kann oder die Fette, als sie speichern kann? Dann kommt es zu einer Fettleber. Oder anders ausgesprochen, wenn die Kalorienzufuhr höher ist als der Kalorienverbrauch. Das ist ganz wichtig. Das hört und liest man ja immer wieder. Kalorienzufuhr, Kalorienverbrauch. Und ja, das ist letztlich der Grund für die Entstehung einer Fettleber. Es gibt natürlich auch seltene Ursachen. Es gibt auch genetische Ursachen. Aber Ernährung und auch Alkohol, das liegt dann vor allem daran, dass es ein Missverhältnis dieser Kalorienzufuhr und auch des Kalorienverbrauchs gibt. Kurz ein paar Fakten zur Fettleber. Also die Leber selber ist ja unser schwerstes, größtes inneres Organ. Knapp 20-25% der Deutschen haben eine durch Fett vergrößerte Leber. Es sind also sehr viele Betroffene. Knapp ein Drittel der, wie gesagt, übergewichtigen Kinder bereits. Und man unterscheidet immer zwischen einer durch Alkohol hervorgerufenen Fettleber und einer durch Nicht-Alkohol hervorgerufenen Fettleber. Und die Leber selber hat so einen Fettanteil normalerweise von ungefähr 5%. Das heißt also, die Leber selber ist überhaupt nicht fettig im Vergleich zu anderen Körperteilen, die man hat. Aber wenn es dann halt zu einem gerade auch kalorienschlechten Verhältnis kommt, dann lagert sich halt Fettsäuren in der Leber ab und dann steigt diese 5% an. Man unterscheidet bei der Fettleber drei wichtige Schweregrade. Leicht, das ist so, wenn man sagt, knapp ein Drittel der Leberzellen sind betroffen. Dann so den Mittelgrad, das ist so ein Drittel bis zwei Drittel. Und eine schwere Fettleber, das ist dann, wenn mehr als zwei Drittel der Leberzellen betroffen sind. Wenn die also einen Fettanteil haben, der auch signifikant höher ist als der Normalanteil. Was sind die Ursachen nun für eine Fettleber? Das sind zum einen, hat es viel mit der Ernährung zu tun und auch Bewegung. Das ist dieser ganze Komplex, den man auch immer wieder hört. Hier Stichwort Kalorienzufuhr, Kalorienverbrauch. Dann Alkohol. Alkohol auch zum einen das Stichwort Kalorienzufuhr, Kalorienverbrauch, aber auch noch die toxische Wirkung von Alkohol. Dann Genetik und zum Beispiel auch ein Vitamin B-Mangel. Auch das kann Ursache für eine Fettleber sein. Was passiert nun? Wie kommt es zur Fettleber? Da muss man sagen, es ist noch nicht alles bekannt. Man weiß noch nicht alles. Was man halt definitiv weiß, ist dieses Missverhältnis von Kalorienzufuhr, Kalorienverbrauch. Und dass dann die Bildung von Fettsäuren dazu führt, dass diese Fettsäuren in die Leber sozusagen eingebaut werden, dass die Leberzellen diese Fettsäuren aufnehmen. Und das ist ganz wichtig, eine Fettleber selber, so wie es das Fett sozusagen aufnimmt, so kann es das ja auch wieder abgeben, verbrauchen. Also ist wieder eine Rückbildung möglich. Aber wenn diese Fettleber zu lange besteht,
dann ist die Gefahr, dass sich die Leber verändert, dass die Leber ihre Struktur verändert. Und dann bilden sich bestimmte Bindegewebe aus und die führen dann dazu, dass es zu einer, man nennt es dann auch Leberzirrhose, kommen kann. Und man selber merkt das oder der Arzt, indem er zum Beispiel die Leber mit dem Ultraschall untersucht, da sieht man das, aber auch im allerersten Schritt, indem man die Leber tastet. Und man kann dann wirklich manchmal merken, dass die Leber nicht mehr glatt ist, sondern sie sozusagen ein bisschen höckrig anfühlt, die Leber geschrumpft ist etc. Alkohol als Ursache. Wie ich gerade gesagt habe, eine Leberverfettung selber ist nicht so schlimm. Die Leber ist relativ gut regenerationsfähig. Das heißt, auch wenn man Alkohol trinkt, dann steigt der Wert oder die Verfettung sozusagen unmittelbar danach an. Aber es regeneriert sich auch wieder. Gefährlich wird es dann, wenn es halt zu einem chronischen Alkoholmissbrauch bzw. Verbrauch kommt. Denn dann schafft es die Leber nicht mehr, sich zu regenerieren, weil sie permanent immer wieder sozusagen negativ benutzt wird oder immer wieder das Fett einspeichern muss, dieses zusätzliche an Energie. Und dann kommt es halt zu einer Veränderung der Leber. Wo liegen nun die Grenzen? Man sagt so, bei Frauen sind es knapp 20 Gramm Alkohol pro Tag. Das ist also so ein halber Liter Bier. Bei Männern sind es so 40 Gramm. Aber da muss man auch sagen, ganz wichtig, das ist individuell verschieden. Das hat auch viel mit Genetik zu tun, mit Enzymaktivität zu tun. Das heißt, nicht jeder, der viel Alkohol trinkt, entwickelt dann eine Fettleber. Es gibt auch Menschen, wo halt wenig Alkohol vielleicht schon ausreicht. Und ganz wichtig ist natürlich dann immer, ob es noch Begleiterkrankungen gibt oder andere Lebensumstände, die das verstärken. Also Stichwort ungesunde Ernährung, wenig Bewegung und dann viel Alkohol. Da gibt es natürlich dann viele Faktoren, die zu einer Fettleber führen können. Und das ist dann oftmals auch der Grund, warum man dann auch nicht klar unterscheiden kann, ist es eine durch Alkohol hervorgerufene Fettleber oder zum Beispiel die Ernährung oder ist es eine Mischung aus beiden. In den meisten Fällen ist es nämlich dann oftmals eine Mischung. Und was sollte ich nun tun? Wenn Sie wissen, dass Sie bestimmte Risikofaktoren haben, selber mit der Ernährung, mit dem Alkohol, wenn Sie erhöhte Leberwerte haben, dann ist der erste Schritt immer, selber die Lebensgewohnheiten anzupassen. Man kann eine sogenannte Fettleberdiät durchführen. Das heißt, dass man darauf achtet, letztlich die Kalorienzufuhr, die darf nicht höher sein als der Kalorienverbrauch. Anders ausgesprochen, den Kalorienverbrauch zu erhöhen. Das ist das A und O, dass sich die Fettleber wieder zurückbildet. Und ja, es ist möglich, dass die Fettleber sich zurückbildet. Und hier ist ganz wichtig, es sind Ihre eigenen Maßnahmen, es liegt sozusagen in Ihrer eigenen Hand. Es gibt kein Medikament, das eine Fettleber beseitigt. Es gibt auch keine anderen Naturstoffe, die man einfach passiv schluckt und einnimmt und dann ist eine Fett- oder eine Leber wieder sauber. Man liest oft im Internet auch, wie man die Leber reinigen kann. Vielleicht kann man hier bestimmte Reinigungsprozesse machen, das kann sein. Aber A und O ist es, die Fettleber wieder sozusagen sauber zu bekommen, indem man die Kalorienzufuhr erniedrigt bzw. den Kalorienverbrauch erhöht. Und ganz entscheidend dabei ist auch, wenn Sie wissen, dass Sie eine Fettleber haben, das ist ein Punkt auch, dann regelmäßig in bestimmten Abständen zu Ihrem Arzt zu gehen, dass er das kontrolliert, dass man sich immer wieder anschaut im Ultraschall bei den Leberwerten, wie sich die Fettleber entwickelt, ob sie es wieder zurückgeht oder ob sie weiter voranschreitet, weil halt die Gefahr dann ist, dass eine sogenannte Leberzirrhose entsteht, also dass die Leber sich umbaut, dass sie nicht mehr glatt ist, höckrig ist, nicht mehr richtig arbeitet und das kann dann akute oder gefährliche Situationen machen, letztlich auch ein erhöhtes Risiko dann für Leberkrebs. Das war einmal ein Beitrag zum Thema Fettleber. Die Bedeutung der Fettleber, wie ich gesagt habe, es ist ein wachsendes Problem. Warum? Ja, weil letztlich unsere Lebensgewohnheiten dazu führen. Ich wollte einmal ein Verständnis dazu bringen, Ihnen erklären, was die Fettleber bedeutet und letztlich damit auch aufzeigen, wie sehr man es selber in der Hand hat, vielleicht der eigenen Leber was Positives zu tun. Wenn Ihnen der Beitrag gefallen hat, dann gerne machen Sie den Daumen hoch, gerne abonnieren Sie den Kanal und für Kommentare und Meinungen hierzu schreiben Sie die gerne direkt unter das Video. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.